bei mir jetzt Dirk Heidemann. Sie sind Juror gewesen bei der letzten Folge bei Dancing Stars. Ja. Und Sie sind auch selbst ehemals aktiver Tänzer, nämlich Lateinprofi. Ich bin Lateinprofi, aber ich habe auch Standard getanzt. Also ich bin Latein und Standard, aber mehr Latein, ja. Sie sind ja Berliner. Wie sind Sie denn dann nach Österreich gekommen? Ich habe in Österreich schon lange gearbeitet, schon 10 Jahre lang. Unter anderem auch mit Vadim Gabusow und Katrin Metzinger, die fünffachen Weltmeister. Und habe hier viel Kadertrainings gemacht und so weiter. Und auch in Wien sehr viel in Tanzschulen, als in Workshops gearbeitet. Und dann haben die mich gecastet, der ORF. Also jemand hat mich auf die Liste gesetzt. Und dann haben die irgendwie gesagt, den finde ich ganz lustig. Also weil man sagte, ich hätte eine Wiener Schmäh. I don't know. Vielleicht ist der Berliner Humor ein bisschen Wiener Schmäh. Aber ich fühle mich sehr wohl hier und ich liebe Österreich sehr und habe Österreich auch dadurch richtig kennengelernt, was das für ein tolles Land ist mit einer, wie kann ich sagen, mit einer Bewahrung der Tradition, aber trotzdem einer Moderne. Verstehen Sie? In Deutschland ist Tradition gleich spießig. In Österreich ist Tradition gleich Tradition. Das ist ein Unterschied, ja? Sie trainieren ja auch zahlreiche WM-Paare. Wen haben Sie denn so unter Ihre Fittiche? Also ich trainiere hauptsächlich, ich vertrete jetzt den amerikanischen Verband als Wertungsrichter und lebe halb in Deutschland, halb in Amerika, habe eine Tanzschule in Connecticut und ich unterrichte die russischen Meister, die israelischen Meister, die, ja, was auch immer, italienischen Meister. Also ich bin sehr viel international unterwegs und ja, und das ist auch eigentlich das, was ich nach 40 Jahren in dem Business länger. Wie alt bin ich denn jetzt? 38? Nee, da kann ja 14 nicht stimmen. Also zumindest seit der Zeit, seit ich das mache, ist das, wurde es immer mehr und ich bin da sehr dankbar für. Aber ich muss sagen, ich bin sehr dankbar für Österreich. Also ich fühle mich hier so wohl. Ich habe mich auch so gefreut auf die Einladung hier oder so gefreut über die Einladung auf den Ball. Und ja, dann wollen wir mal sehen. Grazer Opernredut ist Neuland für Sie? Das ist Neuland. Ich war noch nie auf einem Opernball. Es gibt in Deutschland, wissen Sie, in Berlin gibt es sowas nicht. Das ist nicht die Mentalität. Werden Sie das Tanzbein schwingen? Ob ich was? Ob Sie heute das Tanzbein schwingen? Kommt drauf an, wenn mich einer mit mir tanzen will, dann tanze ich auch. So kein Problem, ne? Dann wünsche ich Ihnen einen glamourösen, schönen und tänzerischen Abend. Danke fürs Gespräch. Danke sehr. Vielen Dank. Dankeschön. Danke. Bei mir steht das Ehepaar Margret und